Hallo, ihr Querlinge! In dieser Episode von Pathfinder Wrath of the Righteous werden die Gefährten mit dem gefundenen Nahyndrian-Kristall zunächst zum Geschichtenerzähler zurückkehren. Und eigentlich wollte ja auch Shamira im Harem der Wunschträume wissen, was es damit auf sich hat. Aber ob die Helden mit ihr kooperieren? Mal sehen. Los geht's! So, dann wollen wir uns mal aufmachen, zurück zum Geschichtenerzähler. Vorher, weil in den Kommentaren das Gerücht umging, es gäbe in meinem Let's Play hier gar keine Musik. So, jetzt ist sie doppelt so laut. Und ich muss meine Kopfhörer leiser drehen, sonst verstehe ich mein eigenes Wort nicht mehr. Und es geht mit den Heldis zurück zum Geschichtenerzähler. Also Vorsicht, noch Korritritt, wollte ich mich auf den Schwanz. Und such dir deine Gruppe zusammen. Ich glaube, es gibt keinen Grund, selbige jetzt irgendwie durchzurotieren. Genau. So. Welches Tor nehmen wir denn? Das ist ja in der Oberstadt, diese Stelle. Da habe ich immer noch keinen Bogen hin. Harem der Wunschträume, nee. 10.000 Wunsch ist immer noch das schnellste. Oh, da habe ich euch mal den Weg durch die 10.000 Wonnen erspart. Und wir schicken die Helden... Ah, das geht jetzt wieder nicht. Ah, das ist so eine... Also... Was ist eigentlich für eine Treppe hier? Ach, das ist der Turm. Oder? Ich bin gerade völlig verwirrt. Wo ist die Kamera? Die Kamera ist hier hinten. Ah ja, die Kamera war in diesem Turm. Verstehe. Aber der Magierturm ist natürlich auf einer eigenen Karte. Nichtsdestoweniger trotz sollten wir die Helden mal hier lang schaffen. Nach wie vor nur Bürger. So. Ich nehme euch jetzt absichtlich auf dem Weg mal mit, weil ich die Helden nicht einfach laufen lassen kann, aufgrund dieser ganzen komischen Portale und Stadtfaltungen. Das ist falsch. Das sehe ich doch schon wieder. Da muss ich lang. Außerdem könnte es ja sein, dass hier sich uns neue Dämonen in den Weg stellen. Alles schon vorgekommen. Das ist ein Vampir-Scharfschütze. Macht der Ärger? Borstel? Manchmal gehe ich in die Unterstadt, um ein bisschen Dampf abzulassen. Wenn man erstmal ein oder zwei Dutzend dieser armseligen Kreaturen getötet hat, geht es einem gleich viel besser. Ich glaube, das ist... Ah, er erzählt noch ein bisschen mehr. Uns stehen schlimme Zeiten bevor. Hepzamira, Baphometsure, stolziert herum, als würde ihr hier alles gehören. Und alle buckeln vor ihr. Wer ist sie überhaupt? Und woher hat sie so große Macht? Und Chivacho wollte ihre Zähne in diese Fremde schlagen. Offenbar hat sie nicht fest genug zugebissen, weil das Ganze ziemlich unerfreuliche Konsequenzen für sie hatte. Ja, genau. Er ist mit dem neuesten Gassengetratsche vertraut. Ich denke mal, da geht ein Kampf los, wenn diese auftauchen. So, wer weiß, wer jetzt schon da drin steckt, weil die Tür ist ja offen gewesen, eine Weile. Leute, macht mir nicht schwach, geht da rein. Ist ganz einfach. Ja, ihr seid echt schlau, wisst ihr das? Geh doch einfach dahin, Mensch. Und lass das Tankschwein nachformen. Ist besser so. Okay.
Ich würde gerne mal checken, ob der Geschichtenerzähler auch wieder neuen Diamantenstaub hat. Wo ist der überhaupt? Der ist hier, huh? Ah, wir müssen wieder rufen. Hi. Erstmal gucken, ob er was Neues hat. Nee, das ist nicht wieder aufgefüllt worden. Das ist schade. Sehr schade. Okay. Dann hier, der Dahyndrian-Kristall. Nehmt diesen Kristall. Nehmt diesen Kristall, aber was siehst du? Das ist komisch. Der Geschichtenerzähler nimmt den Kristall entgegen und sein Gesicht verzerrt sich in bösartigem Zorn und seinen Lippen entringt sich ein kreischender Schrei. Ein blutiger Fleck breitet sich auf deiner Brust aus. Als erneut die Visionen des Geschichtenerzählers seinen Geist erfüllen, wie damals in Kenabres, als du ihm den Steinmeißel gebracht hattest. Meine Flügel tragen mich höher und höher, zerstreuen Stürme, aber selbst sie können die Kugel aus Dunkelheit nicht auflösen, die von mir hängt. Dumme kleine Made, denkst du, du kannst so hoch fliegen wie ich? Meine unverschämte Gegnerin antwortet nicht. Und die Wunde unter meinem Herzen setzt weiterhin ganze Blutströme frei, die die Federn des schwarzen Pfeils verschmutzen und in die dunklen Wasser des Ischia tropfen. Etwas stimmt mit dieser Wunde nicht. Meine Kraft schwindet zu rasch. Das bedeutet, ich darf keine Zeit verlieren. Ich werde sie packen, zermalmen, mit meinen Krallen zerfetzen und sie auf den Grund des Abyss schleudern. Ich ändere rasch die Richtung meines Fluges, stürze nach vorne und treffe die Mitte der dunklen Wolke. Na, wo bist du? Meine Brust ist nach vorne gereckt, bereit für jeden Schlag, und meine Krallen durchschneiden die Luft. Aber sie ist nicht hier. Sie hat mich getäuscht. Die dunkle Wolke war eine Finte. Wo bist du? Ihr triumphierendes Gelächter hallt über den schwarzen Ozean. So verletzend, so unverfroren und ungestüm. Jemand muss dieses Lachen packen und erwürgen. Willenwurf erfolgreich, sehr schön. Schwierigkeitsgrad 25, das war jetzt leicht. Dein Verstand ist verwirrt. Adrenalin rast durch deine Adern. Durch schiere Willenskraft überwindest du diesen Wahnsinn und konzentrierst dich auf die kreischende Stimme des Geschichtenerzählers. Wer seid ihr? Ihr kennt mich nicht? Ich bin die Dämonenherrscherin Alinythia. Sanftzüngige Herrin der Harpien und verführerische Gefahr. Meine Flügel können einen Berg umschlingen und alle im Abyss kennen meinen Namen. Wen bekämpft ihr? Nocticula, diesen jämmerlichen Emporkömmling. Sie hat ohne Vorwarnung angegriffen und mich verwundet. Und jetzt versteckt sie sich in ihren Schatten und glaubt, sie könne mir entkommen. Deine lächerlichen Lederflügel sind gegen meine kein Vergleich. Wofür kämpft ihr? Für Macht. Für Geltung, für Überlegenheit, für das Recht, über dieses grenzenlose Gewässer zu fliegen, für das Recht, die Unglücklichen unserer Wahl zu verführen. Einer von uns wird untergehen, der andere wird sich erheben und alles erhalten, was der Verlierer besitzt. Und ich werde dabei triumphieren. Wie wird euer Kampf enden? Die Stimme des Geschichtenerzählers verändert sich. Du hörst ein Todesröcheln. Sie wird siegen, mich überwältigen. Meinen Geist schwächen und mein Körper wird fallen in die Wasser von Ischia. Die Stimme des Elfs wird tiefer und tiefer, dichter und stärker wie ein Stein, der sich zum Sprechen entschlossen hat. Von nun an bin ich Blut. Ich setze mich ab und werde dickflüssiger. Ich werde fester, stärker. Ich kristallisiere. Ich bilde Kanten aus. Macht schlummert in mir und ich liege schlummernd in der Dunkelheit. Und dir ist der Willenswurf gescheitert. Eine 3 hat nicht gereicht, ist das nicht schlimm. Die schweren Worte des Geschichtenerzählers schlagen deine Seele wie mit massiven Hämmern in den dunklen Abgrund. Sie liegen auf deinen Schultern, drücken dich tiefer und tiefer nach unten. Du willst nicht atmen oder leben, sondern nur daliegen und nie mehr aufwachen. Aber wir sind Welt haben wir geschafft. Seid ihr die Insel Alinythia, auf der Alushinira erbaut wurde?
Ja, mein Körper wurde zu Stein, mein Fleisch wurde zum Firmament und die darin verborgene Macht ließ es sich ausdehnen und anschwellen. Ich bin die Insel und alles, was sich darin versteckt. Wo seid ihr? Ich liege am Boden, in den Tiefen bilden sich meine Wege. Ich schlafe und warte auf gierige Hände, die mich berühren, mich aufsammeln, meine Macht zu der ihren machen. Ich dachte, die Seelen von Dämonenherrschern gingen nach dem Tod in den Spalt der Rast ein. Ja, aber nicht ich. Nur die, die ich vorher war. Sie wollte zu einem geheimen Ort gehen, aber jemand hat sie aufgehalten und in diesem Körper eingesperrt. Sie wollte nicht, dass die durch ihre Hand Gefallenen zurückkehren. Sie hat einen Weg gefunden, ihre Macht in ihren Überresten einzuschließen. Und die Macht ist immer noch da. Was wird euch als nächstes widerfahren? Ihr werdet mich hinausbringen. Eure Hände werden mich aus der Höhle führen. Die Stimme des Geschichtenerzählers wird ruhig. Hier endet die Straße in die Vergangenheit. Zumindest jene, die mir offen steht. Sie führt genau zu diesem Augenblick. Aber ich sehe etwas anderes. Die Zukunft. Eine mögliche Zukunft. Speicheltropfen werden aus dem Mund des alten Elfs geschleudert. Seine Stimme wird wütend und undeutlich. Sie zittert vor Anspannung. Ah, das tut weh. Der Kristall ist so groß. Sie setzt ihn ein, näht ihn in lebendiges Fleisch. Mein Fleisch. Und Kraft strömt aus ihm. Durchtränkt mein Fleisch und Blut. Fließt durch meine Adern. Ich bin der Zorn. Ich bin die Qual. Ich bin Fleisch gewordene Gewalt. Ich bin wieder richtig gut im Würfeln heute hier. Wieder diese gottverdammte 3. Gut. Roter Nebel senkt sich vor deinen Augen. Etwas Schreckliches, Urtümliches und Blutrünstiges erwacht in deiner Seele. Es trinkt gierig deine Kraft und Schmerz sticht wie mit Lanzen in deinen Schädel. Aber immerhin, die Wahrnehmung haben wir geschafft. Dem Geschichtenerzähler zuhören und ergründen, warum seine Stimme zittert. Sagt mal, ist es denn heute wieder eine jener Episoden? 3, oder? Oh, es ist wirklich wieder diese 3. Das ist doch wohl zum Auf der Haut fahren schon wieder. Das passiert gefühlt nur mir. Ganz ruhig, mit Ruhe selbst. Wir haben jetzt die 3. Probe in Folge verkackt, weil zum 3. Mal diese abyssische 3 gewürfelt worden ist. Aus der Stimme des unbekannten Dämons hörst du Schmerz heraus, Angst und etwas anderes. Es ist vage und doch überraschend vertraut. Bin gleich in Stimmung. Wer seid ihr und wem dient ihr? Ich bin ein demütiger Dämon, dessen alter Name ohne Bedeutung ist. Von nun an wird jeder mich den gehörnten Schrecken nennen. Lady Heptsamira wird mich in die Schlacht führen, wo ich ihre Feinde zerstampfen werde. Nein, ich werde sie mit meinem schrecklichen Gebrüll vernichten, das ihnen ihr jämmerliches Fleisch von den mageren Gerippen reißen wird. Wer setzt euch den Kristall ein? Mutasafen, der Raffinierte mit den Schlangenaugen, einer der Schützlinge des Emporkömmlings Arelu. Meine Herrin Heptsamira hat es ihm befohlen. Sie hat viele solche Kristalle. Ich bin weder der Erste noch der Letzte, dem derlei widerfährt. Mutasafen ist eine schwache und sterbliche Brut, aber selbst er wird durch Übung besser. Denn ich bin am Leben, anders als der kümmerliche Pechvogel, der vor mir dran war. Genug Geschichtenerzähler. Die Vision des Geschichtenerzählers verblasst und mit ihr die schreckliche Hitze in eurer Brust. Sehr schön, wenn die 3 auf dem Würfel verblassen würde, die nervt mich nämlich. Der alte Elf kehrt mit einem hilflosen Seufzer aus seinem Traum zurück. Was für eine furchtbare Vision. Ich bin völlig erschöpft. Ich hätte nie damit gerechnet, die Erinnerungen eines gefallenen Dämonenherrschers erleben zu müssen, der im Spalt der Rast niemals Frieden gefunden hat. Dann sind die Kristalle Dämonenblut? Ja, ausgehärtetes Blut, in dem die spirituelle Macht des vernichteten Dämonenherrschers versiegelt ist. In diesem Fall die Macht von Alinitia, die in der Schlacht getötet und auf diese ungewöhnliche Weise in ihren eigenen Überresten eingesperrt wurde.
Dann wurde diese Stadt also auf Alinythias Leiche erbaut? In gewisser Weise schon, ja. Nachdem Alinythias spirituelle Macht nicht in den Spalt der Rast überging, begann Nocticula ihren Leichnam umzuwandeln, ihn zu erweitern und in eine festere, statische Form zu zwingen. Ich kann nur mutmaßen, welch Albtraum diese Gefangenschaft für Alinythias spirituelle Essenz gewesen sein muss. Was ist der Spalt der Rast? An diesen Ort gehen die Seelen gefallener Dämonenherrscher. Sie kehren nach dem Tod normalerweise in ihr eigenes abyssisches Reich zurück. Aber wenn der Tod sie erneut findet, bevor ein Jahr vergangen ist, landen sie auf dem Friedhof des Abyss. In diesem steinernen Spalt, voller Nebel, verwandeln sich die Seelen der großen dämonischen Toten in Steinstatuen, um dazustehen in Ewigkeit. Doch mit der Zeit bilden sich Risse und irgendwann zerfallen sie. Es ist ein Königreich des Niedergangs und der Fäulnis. Und ein Besuch dort ist eine gute Lektion für jene, die ihrer eigenen Macht vertrauen und sich für unbesiegbar halten. Wie kann dieser Stein Kräfte gewähren? Ich nehme an, das ist das Ergebnis einer Art Verschmelzung, nach der die verbliebene Macht eines Dämonenherrschers buchstäblich in den Körper des Benutzers des Steins fließt. Ich habe wieder eine Vision mit euch geteilt. Wie, als ihr mir den Steinmeißel in Kenabres gebracht habt? Seltsam. Könnte es sein, dass diese beiden Objekte verbunden sind? Miteinander oder mit euch? Jetzt ist mir alles klar. Mir ist gar nichts klar. Ich habe zu viele Dreien gewürfelt. Durch den alten Elf geht ein plötzlicher Ruck und er sagt, ich habe eine ausgezeichnete Idee. Habt ihr das Steinmesser noch, das ihr mir in Kenabres gezeigt habt? Kann ich es noch einmal untersuchen? Da kommt er jetzt! Das hättest du eher sagen sollen. Ich habe es nicht. Tja, ein Jammer. Ja, es tut mir jetzt echt leid. Wer kann denn ahnen, dass ich dieses dumme Messer nochmal brauche? Das Spiel ist so gemein. Das Spiel ist so unendlich gemein. Nun gut, ich weiß auch nicht mal, wo ich es verkauft habe. Die Nacht hier verbringen wollen wir ja nicht. Denn wir haben den Nexus, das reicht uns. Da sind auch all die anderen. Und da sind auch ein paar Lustsklaven. Oh, wir haben schon wieder 6 abgetrennte Dämonenköpfe. Meine Güte, deren ist echt in Wallung. Wir sind auch kurz vor Level 17, das ist fürchterlich. Wo ist denn hier unser Tagebuch? Da. Die Kunstfreunde zu finden. Jetzt müssen wir mit Shamira reden. Die Wahrheit über den Ursprung der Nehyndrian-Kristalle wurde aufgedeckt. Nun gilt es, dieses neu gewonnene Wissen mit Shamira zu teilen. Oder auch nicht. Jedermann weiß, dass Dämonen instinktiv gegen alles rebellieren und ab und an kann ein augenfälliger Ungehorsam größeren Respekt nach sich ziehen als eilfertige Dienstbarkeit. Ja. Hier, das haben wir gemacht, genau. Ich würde noch mal gern mit dem mit der Hand der Erben sprechen. Der hat sich jetzt zwar nicht eingemischt und ich glaube auch nicht, dass der was zu erzählen hat, aber sicher ist sicher. Weil er hat ja gesagt, wir sollten Shamira nicht die Wahrheit erzählen, wenn wir selbige rausgefunden haben. Deswegen schwing ich die Heldenhintern jetzt noch mal in den Nexus. Überspringen das aber im Video und dann gucken wir mal, ob der Engel irgendwas zu erzählen hat. So. Ja, offensichtlich können wir hier nichts mit tun, deswegen schaffe ich die Helden mal in Richtung des Harems der Wunschträume. Da sind wir mit Shamiras Münze. So, dann tretet mal ein in den Harem der Wunschträume. Ich bin sicher, die Hausherrin hat genug Zeit für uns. Nachdem sie dich bemerkt hat, blickt Shamira dich mit einem verärgerten Stirnrunzeln an und fragt gereizt, ihr schon wieder? Habt ihr denn keine Freunde, dass ihr ständig herkommen müsst, um mit mir zu plaudern? Oder vielleicht, wobei ich das äußerst schwer vorstellbar finde,
Seid ihr doch nicht vollkommen nutzlos und habt tatsächlich etwas Interessantes für mich? Ich denke, wir gehen mal ein bisschen auf Konfrontation jetzt. Zügelt eure Arroganz. Ihr macht euch keine Vorstellung davon, welche Mächte ich besitze. Shamira zuckt nur gelangweilt mit den Schultern. Ganz gleich, welche Kräfte ihr besitzt. Ich bezweifle, dass sie mich mehr beeindrucken würden als die zwei Balors, die mitten in der Stadt einen Kampf begonnen haben, weshalb ich sie mir unterwerfen musste. Ich bezweifle, ihr wäret einem zornigen Marilith ebenbürtig, der von einem listigen Dieb bestohlen wurde. Mit euch zu verhandeln wird wohl kaum schwerer sein, als mit dem unbekannten Monster zu verhandeln, das aus Ischia aufgetaucht ist und diese ganze Insel mit einem einzigen Bissen verschlucken wollte. Wenn ihr mich beeindrucken wollt, müsst ihr schon mehr tun, als nur mit euren Kräften zu prahlen. Gut, dann prahlen wir mit Ergebnissen. Ich habe eure Aufgabe abgeschlossen. Shamira ignoriert dich und richtet ihren Blick anderswohin. Doch in deinem Verstand hörst du ihr zorniges Zischen. Dann sprecht, wenn es denn sein muss. Doch nutzt euren Verstand, nicht eure flatternden Lippen. Euren Verstand. Und da haben wir die Kunst, Freunde zu finden, abgeschlossen. Und jetzt mischt sich hier Engelchen ein. Ich weiß, ihr habt viel getan, um Shamiras Gunst zu erlangen. Aber mein Herz sagt mir, ihr zu helfen hätte böse Folgen. Vergesst alles, was ich euch gesagt habe. Wir werden einen anderen Weg finden, unsere Mission zu beenden. Es ist falsch, das Böse zu bekämpfen, indem man die Macht eines anderen Bösen mehrt. Weist die Versprechen des Wunschtraums zurück und lasst uns diesen Ort verlassen, ehe wir uns selbst und unsere Ideale verraten. Das hier ist die Option, ihr alles zu offenbaren, was wir gelernt haben. Und das hier ist die Option, zu rebellieren. Ja, dann rebellieren wir mal. Rufen, sodass alle es hören können. Leckt mich am Arsch! Ihr könnt in eurer Ignoranz kochen! Was? Ihr dreckiges Stück Scheiße! Ein schmerzhaftes Zucken durchfährt deinen Körper. Shamira überrollt deinen Willen. Und da ist der erste Wurf gescheitert. Es ist richtig schön. Wieder die 3? Ist es wirklich wieder die 3? Nein, die 5 reiht sich ein. Klasse. In der Hitze von Shamiras Magie schmilzt dein Verstand dahin wie Wachs. Alles, was du über Lahyndrian-Kristalle weißt, tritt zutage. Denn die Dämonen zerlegt deine Erinnerungen so effizient und gnadenlos wie ein Jäger, der einen Kadaver ausweidet. Die Hitze lässt plötzlich nach, vertrieben von einer Böe kalten, klaren Bergwindes. Die Stimme der Hand, der Erben, ertönt donnernd in deinem Kopf. Vorwärts, Streiterin! Gemeinsam werden wir diese schändliche Magie überwinden. Kämpft bis zum Ende. Ihr könnt mich nicht brechen. Fluchend setzt Shamira mehr Kraft gegen dich ein. An ihrer Schläfe pulsiert eine Ader. Und der Wurf ist erfolgreich. Es geschehen noch Zeichen und Wunderwürfe. Eine 15 hat gereicht, aber gerade so. Der jüngste Angriff ist viel stärker, doch du musst all deine Willenskraft aufbringen und ihn erneut abwehren. Versucht es nur weiter, es wird nicht funktionieren. Fluchend entfesselt Shamira ihre gesamte Macht gegen dich. Das werdet ihr bereuen, ihr verfluchte Hure. Ihr weigert euch zu reden? So sei es. Dann reiße ich euch eben alles, was ihr je gewusst habt, aus dem Verstand. Und jetzt kommt die 3. Nein, die 8. Ja gut, mit einem Fertigkeitswert von 17 hätte ich jetzt schon eine 18 würfeln müssen. Möglich, aber natürlich bei mir ausgeschlossen. In der Hitze von Shamiras Magie schmilzt dein und so weiter. Den Text haben wir gerade schon gelesen. Schließlich lächelt sie zufrieden. Ich habe alles erfahren, was ich wissen muss. Und jetzt verschwindet. Ein Murmeln und Wispern geht durch den Pulk von Dämonen. Du hörst Enttäuschung in ihren Stimmen. Die meisten hatten sich offenbar gewünscht, dass du siegreich aus dieser Konfrontation hervorgehen würdest. Nicht die arrogante Shamira, der schon lange von niemandem mehr Demut gelehrt wurde. Sie blicken dich voller Respekt an, voller Furcht gar, denn sie würden es nie wagen, der Herrscherin über den Harem zu widersprechen. Ein Dämon bedeutet dir heimlich durch einen nach oben gestreckten Daumen seine Unterstützung und deutet damit eine obszöne Geste auf Shamira. Ja, ach, wisst ihr was?
wir hatten heute genug Spaß mit verkackten Würfen. Die Dreien haben jetzt dafür gesorgt, dass ich jetzt sage, nö, ich lade das jetzt. Wir werden das hier schaffen mit den Willenswürfen. Wir werden mal gucken, ob ich hier irgendwie Nokoye noch ein bisschen buffen kann. Und dann zerlegen wir Shamira. So, auf geht's. Erster Wurf erfolgreich, eine 11. Zweiter Wurf gescheitert. Eine 1. Warum kommt denn diese räudige 1? Und hier wieder erfolgreich. Da kommt eine 20. Sehr schön. Shamiras letzter Hieb ist nicht stark genug, um dich zu brechen. Du zwingst Alushiniras Herrscherin aus seinem Verstand und verpasst ihr einen brutalen letzten Schlag. Ihr habt verloren. Verschwindet aus meinem Kopf. Shamira ruht erschöpft auf ihrem Thron und zischt durch zusammengepresste Zähne. Ihr Kretin, verschwindet aus meinem Harem. Sofort. Ein Raunen erhebt sich aus dem Pulk von Beobachtern, die Zeuge der Konfrontation geworden sind. Du hörst zornige Flüche, die gegen dich gerichtet sind, doch sie klingen hohl. Zum ersten Mal seit Jahrhunderten wurde Shamira öffentlich in ihre Schranken gewiesen. Und diesem monumentalen Ereignis beizuwohnen, war für die versammelten Dämonen ein diebisches Vergnügen. Und da haben wir ordentlich abgesahnt. Und die Quest selbst hat 3200 Punkte gebracht. Aber das Bezwingen nochmal weitere 10.000. Sehr gut. Damit sind wir ja, kurz vor Level 17. Huh? Ja. So, Shamira, wie geht's dir? Gut, und nun? Jetzt haben wir keine Idee, huh? Was zu tun ist. Engel, jetzt musst du mal mit einem Plan rausrücken. Aber erstmal gehen wir raus. Ich habe... You are most curious, mortal. Ah, Nocticula. Die Eroberung von Alushinira abgeschlossen. Irgendwo ist Nocticula. Ich weiß zwar nicht genau wo, aber irgendwo ist sie. Du hörst in deinem Kopf eine weibliche Stimme. Melodiös, tief und sinnlich. Ihr seid hochinteressant, Sterbliche. Wer seid ihr? I am the one whose attention you have been seeking for so long. I am Nocticula, ruler of the Midnight Isles. Ich bin die Person, deren Aufmerksamkeit ihr so lange erregen wolltet. Ich bin Nocticula, Herrscherin der Mitternachtsinseln mit dreifach T. Habe ich also endlich eure Aufmerksamkeit? Yes, your arrival in Alushinira was quite impressive. Rumors have reached me even here, behind my locked gates and my wall of valiant guards. Rumors of a remarkable Galarian taking my Alushinira by storm. Du hörst einen Hauch von Wohlwollen in ihrer Stimme. Ja, eure Ankunft in Alushinira war durchaus beeindruckend. Die Gerüchte sind bis zu mir gedrungen, hinter meine geschlossenen Tore und meine Mauern tapferer Wachen. Gerüchte von einer bemerkenswerten Galarianerin, die mein Alushinira im Sturm erobert. Wir wollen ja mit ihr sprechen über diese Kristallgeschichte. Wir wissen nämlich nicht, ob sie damit drinsteckt oder nicht. Also, ich bitte meine Audienz. You have my permission to enter the palace. Go there and wait. I will arrive when the time is right. Until then... You will be taken care of by one of my servants. So, so. Ihr habt meine Erlaubnis, den Palast zu betreten. Geht nur und wartet. Ich werde kommen, wenn es an der Zeit ist. Bis dahin kümmert sich einer meiner Diener um euch. Aha. Ja, ob das alles so seine Richtigkeit hat. Hand der Erben, du dürftest gerne mal wieder dein körperloses Wort ergreifen. Oder vielmehr dein unsichtbar körperliches Wort. Oh je. Yeah. Also. Wir haben... Das will ich mir nochmal näher anschauen. Das haben wir auch gemacht. Ne, haben wir noch nicht gemacht, richtig. Hier, Mitternachtsinsel, wo sind sie denn?
da. Die Kunstfreunde zu finden. Richtig, richtig, richtig. Genau. Das haben wir gemacht. Mit Shamira haben wir gesprochen. Und die Eroberer von Alushinira. Wir haben hier noch gar nicht die höchste Rufstufe erklommen. Aber wisst ihr was? Jetzt, da ja Nocticula uns in Aussicht gestellt hat, dass sie uns wird warten lassen, drehen wir den Spieß einfach mal ganz gechillt um. Und gucken mal, ob wir irgendwo einen Anknüpfungspunkt finden für diese ganzen Mitternachtsinsel-Schatzsucher-DLC-Geschichte. Denn damit können wir jetzt Zeit vertrödeln und Nocticula warten lassen. Das finde ich viel cooler. Deswegen laufen wir mal so ein bisschen durch die Stadt und gucken mal, ob irgendwo was auffällig ist, ob irgendwo was antriggert. Diese dumme Maske liegt hier immer noch rum. Ja, ich würde mal die Taverne zum Pechvogel ansteuern. Das wäre so das Naheliegendste. Wenn sich in Alushinira was tut, dann könnte man dort ja mal nach dem Rechten sehen. Aber dazu müssten wir ja am besten bimisieren, richtig? Das ist ja totaler Blödsinn, was ich hier mache. Lauft mal runter und dann von den Fleischmärkten teleportieren wir uns direkt in den Schankraum. Und mit dieser Lady im Hain der Pein sprechen wir natürlich auch noch. Wir haben Zeit. Taverne zum Pechvogel. Gibt's hier was Neues? Ich habe ja irgendwie den Verdacht, dass dieser DLC was... Ach, hier ist Christoph. Oh, hier bist du also geflohen. Kundschafterhauptmann Christoph. Der Graf wirft euch einen kritischen Blick zu und verneigt sich dann würdevoll. Erlaubt mir, euch meine Komplimente zum Ausdruck zu bringen. Ihr habt es geschafft, eines der größten Sklavenhandelszentren im Abyss zu schließen. Jetzt, da die Fleischmärkte geschlossen sind, werden Sklavenjäger mehr Schwierigkeiten haben, ihre lebendige Ware zu verkaufen. Sie werden nach neuen Märkten suchen müssen, die Lieferketten werden auseinanderfallen und die Rentabilität des Handels wird sinken. Ich muss eure Arbeit bewundern. Ihr habt dem Sklavenhandel der Mitternachtsinseln einen ziemlich scharfen Dolch in den Rücken getrieben. Ah, genau. Und hier, ich habe das Tagebuch der Albtraumspinnerin gefunden. Christoph lächelt trocken. Ich bin sicher, dass Hido begeistert sein wird, von eurer Entdeckung zu erfahren. Ich hoffe aber, dass es ihn nicht ermutigen wird, eine weitere selbstmörderische Jagd auf die Albtraumspinnerin zu starten. Wenn er seinen Tod findet, so hoffe ich, dass weder ihr noch ich an diesem schrecklichen Verbrechen beteiligt sein werden. Manchmal fürchte ich, dass wir, indem wir Hilor in Freiheit lassen, einer krankhaft rachsüchtigen Person alle Möglichkeiten in die Hände geben. Ja, das ist aber euer internes Problem, erstmal. Ich kann auch nicht für alles verantwortlich sein. Eokot, dem geht's gut. Milmara. Aber der ist auch nix. So, also hier haben wir keine Anknüpfungspunkte. Dann habe ich noch eine weitere Idee, wo was sein könnte. Geht mal hier raus. Also ich habe es noch nicht recherchiert. Ich habe bisher nur Ideen, die ich so abklappere. Und wenn das jetzt auch nichts fruchtet, dann werde ich es mal recherchieren, wo man dieses DLC eigentlich startet. Und ob das überhaupt schon geht. Vielleicht geht es ja erst, nachdem man Nocticula irgendwie was Langärmliches angezogen hat. Ah ja, ich hätte gedacht, dass hier vielleicht ein Schiff andocken könnte. So ein Luftflug-irgendwas-Schiff. Weil hier ist ja ein bisschen Platz, aber ist es auch nicht. Dann weiß ich gerade nicht, wie man den DLC überhaupt startet. Und werde das mal gerade recherchieren.
Und da bin ich wieder. Ich habe rausgefunden, wie ich den dritten DLC namens Schatz der Mitternachtsinseln starten kann. Das geht tatsächlich in der Taverne zum Pechvogel. Aber ich denke, da dort ja Quests ins Rollen kommen und wir auf eine Spurensuche und eine Schatzjagd gehen müssen, die uns einige Zeit kosten wird, machen wir hier Schluss und weiter mit dem Beginn der Schatzsuche in den Mitternachtsinseln geht's im nächsten Teil. Und noch die Cool erwartet. Finde ich gut. Bis dahin.